Entscheidung, Entscheidung. Räumen wir jetzt hier oben auf oder erstmal unten? Hm, ich glaube unten. Damit wir wenigstens einen Rückzugsort haben. Also hier waren primär Schleime mit Strahlfeuerball. Genau, du. Du stirbst jetzt. Noch irgendwo einer, der uns flankieren will? Nö, ist ja schön. So, kaputt. Da ist noch einer. Ich glaube, hier waren noch drei oder so. Das dürfte also kein Problem sein. Dann können wir testweise einmal alle Fackeln wegnehmen. Auch wenn ich langsam die Hoffnung aufgegeben habe, dass die irgendwo irgendwas bewirken. Ja, höre nichts. Oh, Giftbomben. Juhu. So ziemlich das Sinnloseste, was ich kenne. Also ja, man könnte eine Eisbombe werfen, danach eine Giftbombe. Und ich kriege da jeden Tick 3-4 Schadenspunkte. Aber so wirklich toll ist das nicht. Ich sollte ihn mal auf den Boden legen, ne? Sonst nehme ich immer wieder die gleiche. Du machst nochmal Licht, nur für den Fall. Keine Schalter. Kein Stein auf Stein. Oh, Tür. Okay. Da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Schalter für. Oder auch nicht, weil hier noch eine Tür ist, die wir nicht aufbekommen. Aber hier sind wir ja runtergefallen. Ist da hinten vielleicht auch was zum Runterfallen? Das sieht nicht so aus. Außerdem haben wir auch rechts hiervon keinen Runtersprungpunkt. Außer vielleicht hinter der Tür da. Aber ja, das gucken wir dann. Schaut eine Mauer aus mit Schaltern. Aber wenigstens sind die ganzen Schleime weg. Das heißt, wir können jetzt ganz kurz rasten. Also, nachdem ich jetzt eine gesucht habe, ganz kurz rasten. Dann oben gucken, was passiert, wenn wir auf die Druckplatte drauftreten und was genau dahinter ist. Also, wir hatten uns ja schon mal rudimentär umgeguckt, aber das Kraut haben wir uns aber nicht mitgenommen. Also denke ich, hier wird noch mehr rumliegen, was wir nicht beachtet haben in der Panik. Also Schleime ausweichen ist hier doch schon, nicht unbedingt die beste Grundlage, um Sachen auf dem Boden zu finden. Und da geht's hoch. Da oben. In dem Knubbel schon drin. Oh. Das war ein überraschend kurzes Erdbeben. Und da sind wir die Giftbomben gewesen. Nö. Okay. Dann ab nach oben. Und schlafen müssen wir auch nicht mehr wirklich. Wir regenerieren ja passiv schon ziemlich schnell. Also nur noch die Treppe finden. Und neue Zaubersprüche vorbereiten. So. Hoch da. So. So. Ein Kraut gegen ein Kraut. Und ich höre ganz viele Beinchen. Na komm mal, dir verschwindet keine Energie. Also zumindest keine Zauberenergie. Wurfaxt, nö, danke. Da ist sogar noch eine Tür hier. Ist ja ein richtiger Service. Nicht in die Hand nehmen. Na gut. Ein, zwei Schüsse können wir schon verbraten. Geht ja doch ein bisschen schneller damit. Und Stille. Okay. Also ich bin auf die Fighter Challenge jetzt schon richtig verspannt. Weil im Originalspiel war die Fighter Challenge ja eigentlich nur ganz viele von diesen grünen Viechern. Und die können wir jetzt ja schon fast one-hitten. Oh, Nachricht. Turm. Die Anordnung der Säulen
bei der Reihe von Schaltern ist sehr ungewöhnlich. Ich sollte sie genauer beobachten oder genauer anschauen. Okay. Warum ist hier ein Schalter und ein Dingens? Oh. Oh. Ah, komisch. Also wir könnten jemanden dahinter uns runterplumpsen lassen, aber ansonsten... wo sind wir? Wir sind da. Das heißt, wir kommen irgendwo da raus, richtig? Gucken wir mal. Jo. Das war jetzt sinnlos. Na gut. Wofür ist der Schalter denn dann da? Vielleicht kommt irgendjemand angelaufen und wir müssen ihn dadurch blocken. Weil ich glaube, Gegner laufen nicht freiwillig in Fallgruben rein. Weil sie bleiben einfach hier stehen. Ich lass dich mal gedrückt. Für was auch immer du bist. So, jetzt kommen wir hier noch tiefer in die Kaverne rein. Aber ich will nicht tief in die Kaverne rein. Wir hatten hier schon jede Menge Probleme. Also wenn wir hier runterspringen, sind wir auf der vollkommen falschen Höhe. Kommen wir denn da raus? Nee, das kann nicht sein. Doch, kann sein. Wir sind da runtergesprungen und kamen da raus. Wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus. Wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus. Das heißt, die hier sind alle uninteressant. Der einzige, der interessant sein könnte, wäre der da. 1, 2, 3, 4 nach links und 2 nach oben. 1, 2, 3, 4 nach links und 1, 2 nach oben. Da müssen wir runter. Und jetzt nur noch geradeaus. Hihi, sehr schön. Tada! Und was haben wir hier? Oh, hier waren wir doch schon mal. Die Freeze Control. Wie jetzt? So, das hätte ich eigentlich schon letzte Folge machen wollen, oder wie? Also ich weiß noch, wir sind einmal drin gestorben. Und das sah richtig cool aus. Also ja, cool, haha. Das sah richtig toll aus. Und es war übel. Ja. Wir konnten die Dinger mit Gegenständen auslösen. Aber ich glaube, die helfen uns eher, als dass sie uns behindern. Ich spreche mal ganz kurz ab. Diesmal sogar on camera. So. Weil ich jetzt nicht wieder 8 Minuten nochmal das hier machen möchte. Genau, reingelaufen, super. Hey, aber wir werden gar nicht eingefroren. Wir kriegen nur ganz leichten Frostschaden. So, jetzt geht alles auf. Okay, okay, okay. Raus, 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 raus. Oh, der Eingang ist zu. Wo ist die Tür? Oh. Das ging jetzt ein Ticken zu schnell. Da ist der Ausgang. Warum sie? Der letzte blaue Kristall. Irgendwo oben bei dem Mönchseingang, oder? Nee. Also ich würde schon noch gerne hier alle umbringen. Allein um zu gucken, was hinter deren Aufenthaltsräumen ist. Die bringen sich alle gegenseitig um. Also ja, die Sachen, die aufgegangen sind, da würde ich gerne hintergucken.
Aber das hilft nichts. Wir müssen jetzt erstmal nach oben. Und da. Irgendwie da hinkommen. Gute Licht bitte. Warum kommen wir da zurück? Und die Tür ist jetzt permanent offen. Durch was auch immer. Ha, okay. Nicht in Frage stellend. Einfach akzeptieren. Und zurück zum Longstyle laufen. Ja, hier ist richtig. So, duschen mal einen Feuerball. Auch wenn da oben... Na doch, da oben war was. Also in den richtigen Katakomben. Diesem ganzen Wuselding hier war noch jede Menge Gegner. Und da können wir einfach rum... laufen, das passt schon. Also, wir wollen... Dann mache ich einen kleinen Zeitraffer und melde mich gleich wieder, wenn wir angekommen sind. So, da wäre er wieder. Also einmal zum blauen Kristall, raufgeklickt und zurück. Tiefkühlraum. Da war der schnellste Weg zum Tiefkühlraum. Also, oh, oh ja. Na komm, dich bringen wir noch um. Jetzt kann ich mal demonstrieren, was ich meine. Siehst du? Der ist nicht da runtergesprungen. Der ist einfach stehen geblieben. Wie auch immer er das geschafft bei dem Momentum, aber naja. Na komm. Ich will dir einen Feuerball reinzwiebeln. Genau. So. Oh, was ist denn hier oben? Nix. Da müssen wir runter. Jo. So. Feuerball. Und gucken wir mal. Jo, hallo. Der war schon angeschlagen. Ich mag den Raum hier irgendwie. So. Ich höre noch irgendwo was festgefroren werden. Ein Pilz. Hallo, Pilz. So. War es das? Da war die Axt drin. Hier waren also die Monster drin. Jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Und hier Schalter zu finden, stelle ich mir auch ein wenig schwer vor. Essen haben wir jede Menge. Hat jemand Hunger? Genau, einfach aufheben und gleich essen. Du auch noch, du sowieso. Hier lag doch irgendwo gerade noch ein Stück rum. Genau, da. Du kannst noch was vertragen. Eine Frostbombe. Sehr schön. Oh. Joa, gib mal die Giftbomben. Gib mal die Giftbomben an sie weiter. Ja, hier ist sonst... Nomadenhandschuhe. Die machen Schutz vor Frost. War irgendwo hier in der Nähe. Ich habe es eindeutig gehört. Okay, nochmal zu. Wow. Es war eindeutig in der Nähe. Es war genau neben uns, verdammt. Und Nomadenschuhe. Hast du schon an? Du hast noch normale Lederschuhe. So. Warum ist die Wand hier normal? Achso, die gehört schon dazu. Okay. Oh ja, ein Secret hier drin ist auch okay. Das heißt, da drin war jetzt echt nur die Axt? Also ja, die Axt war toll und wertvoll überhaupt, aber...
Wir haben noch so viel Zeug, was wir erledigen müssen. Also auf dem Weg habe ich auch hier gesehen, dass wir hier immer noch zwei Schnörkelschlüssel brauchen. Und wir haben noch... gar keinen. Also zwei fehlen ja schon mal. Dann haben wir da noch nicht aufgedeckt. Da und da sind wir noch nicht weiter. Hier oben auch noch nicht. Also wir haben gut was zu tun. Aber ja, gehen wir zurück zur Treppe. Die müsste in ungefähr dieser Richtung hier gewesen sein. Gehen dann oben in die Hauptkaverne, wo wir den Ogre-Troll getötet haben. Und schauen uns da zu Ende um. Schlafen können wir uns verkneifen. Die haben zwar Lebenspunkte verloren, aber das macht bei denen nicht so wirklich viel aus. Ich meine, wenn die mal getroffen werden, ist egal, ob sie 80% Leben haben oder 100. Die sind eh tot. So, da ist eine Tür. Gucken wir mal zu der Tür. Da ist schon mal ein Ogre-Troll. Hallo. So. Ein ordentlicher Feuerballtreffer noch eine Geschichte. Das war kein ordentlicher. Das war nur 100. So, oh, da ist ja ein Sack dabei. Was ist denn da Schönes drin? Ach, Kräuter. Also, ja, eigentlich Hippie, Kräuter. Man kann eigentlich nie genug Heil- und Mana-Kräuter haben. Aber irgendwie bin ich verwöhnt. Wir haben so viel Zeug bekommen jetzt schon. Guck dir das mal an. 20, 20 über. Und jeder hat schon Heiltränke und so weiter. Also, wenn wir da runterspringen, kommen wir hier irgendwo raus. Ja, nö. Was? Ah, das ist das alte Säulenrätsel. Also vorher waren die nach links und rechts verschoben, wie die Schlösser, also die, heißt das Zähne bei einem Schloss, also diese Ausbuchtung, wie die Zähne von einem Schloss. Und je nachdem, wer wo stand, muss man die Schalter hier anordnen, so wie ein Dietrich, der das Schloss dann nach und nach knackt. Aber hier sind die alle in einer Reihe? Ne, sind sie nicht. Ah, aber man sieht es nicht ganz so gut. Also links, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links. Okay, runter, runter. Rechts, links. Oh, es gibt nicht genug Schalter. Okay, alle hoch. Abzählen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Säulen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Schalter. Okay, es passt doch. Also, sagen wir jetzt links ist oben. Oben. Du bist rechts. Rechts. Du bist links, du bist links. Du bist... du bist links. Oben. Du bist rechts, unten. Du bist links, oben. Du bist links, oben. Du bist rechts, unten. Und diesmal gucke ich auch gleich, ob irgendwo irgendwas aufgegangen ist. Denn ich hatte das Rätsel damals, beim ersten oder zweiten Run, schon gelöst gehabt. Aber ich habe das Geräusch nicht gehört. Denn es ist irgendwo immer eine Geheimtür da auf und zu gegangen. Und irgendwann habe ich aufgegeben und mich gewundert, hey... warum ist denn da was aufgegangen? Also ein, zwei Folgen später. Das war schon nicht so schön. Aber scheint genau falsch rum gewesen zu sein. Also machen wir das alles einmal andersrum. Und gucken, ob jetzt irgendwo was aufgegangen ist. Nicht so wirklich danach aus. Es gab auch keinen Klick oder ganz leise Stein auf Stein oder sonst irgendwas. Hm. Oh, doch. Der war vorher auch da? Nee, ich denke nicht. Genau, da war das hier zu.
Ja, sehr schön. Ersten Schnörkelschlüssel hätten wir. Das heißt, jetzt gucken wir uns da und da nochmal um. Aber erstmal kurz abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.